Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Kochtutorial im German Hunting Channel. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese leckeren Mini-Bacon-Rolls aus Rehfleisch selber macht. Alles, was ihr dazu benötigt, zeige ich euch in diesem Video. Fangen wir an. Der Sponsor vom heutigen Video ist Yumistory, welcher mir ein Fleischwolf zur Verfügung gestellt hat. Diesen teste ich ausführlich im Video, zeige euch das Ding ein bisschen. Ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt, der ist besser als mein Alter. Dementsprechend kann ich schon mal von vornherein einen Daumen nach oben geben. Beim Fleischwolf enthalten ist einmal dieses komische Teil. Das ist ein Teigdrücker. Damit könnt ihr Teig durch den Fleischwolf jagen und quasi lange Sternformen oder, was ihr da auch eben mal gesehen habt, rausdrücken. Dabei ist auch eine Anleitung. In der Anleitung steht, dass ihr alle Teile vorher abwaschen solltet, bevor ihr sie benutzt. Das habe ich selbstverständlich getan. Hier habt ihr den Trichter, die Schale, wo ihr das Fleisch von oben einfüllen könnt in den Fleischwolf. Dann habt ihr einen Wurstfüller, was überhaupt nicht selbstverständlich ist und was ich ziemlich cool finde, mein alter Fleischwolf hatte das nicht. Hier seht ihr die Fleischwolfeinheit. Da habt ihr den, ich nenne es mal Stampfer oder Drücker. Hier sind die verschiedenen Scheiben. Die kleine Scheibe ist schon eingebaut in der Fleischwolfeinheit. Dazu ist noch diese Einheit. Diese Einheit ist eine Gemüseeinheit. Mit dieser Einheit könnt ihr wunderbar Salate machen, zum Beispiel Karottensalat oder auch Rotkohl. Das ist relativ selbsterklärend. Dieses Teil könnt ihr vorne am Fleischwolf montieren, genauso wie man die Fleischwolfeinheit vorne montieren kann. Alles relativ einfach. Das hier ist das Hauptgerät. Das Hauptgerät ist relativ leicht, hat ein super Design, meiner Meinung nach. Dann habt ihr diese Saugnäpfe, die helfen definitiv dabei, das Gerät schön fest stehen zu haben. Drei Knöpfe, ihr habt rückwärts, slow für langsam und der Anschalter ist ganz links. Hier seht ihr alles nochmal in der Übersicht. Einmal das Gerät mit dem Tragegriff oben. Links sind die Sachen, die ihr braucht, um Fleisch damit zuzubereiten. Rechts habt ihr die Sachen für Gemüse und Salate. Fangen wir an. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das Gerät zusammenbaut anhand der Fleischeinheit. Hier könnt ihr sehen, wenn ihr falsch ansetzt, dann geht das nicht. Es gibt bei Amazon einen Kommentar, dass das eine Fehlkonstruktion ist, weil derjenige einfach zu doof war, das richtig zusammenzubauen. Wenn ihr rechts einsetzt, kriegt ihr es wunderbar waagerecht einmontiert. Das klickt einmal. Dann nehmt ihr diese Spirale, setzt sie ein. Jetzt kommt eine sehr wichtige Geschichte. Bei der Spirale, wenn ihr sie drin habt, achtet darauf, dass die Klinge so rum eingebaut wird und nicht so rum. Die abgerundete Seite Richtung Gerät, die flache nach vorne zu euch gerichtet. Da ihr sonst schwarze Metallreste in eurem Fleisch haben werdet, nun setzt ihr noch eine der drei Scheiben ein. Da habe ich die mittlere Scheibe für die Bacon Rolls gewählt und verschraubt diese mit dieser Schraubkappe. Kommen wir nun zum eigentlichen Produzieren der Bacon Rolls. Ihr nehmt euch eine Rehkeule, wie ihr sie da seht, die zerlegt ihr komplett. Das kann ich mal in einem anderen Video zeigen, wie ihr das macht. Dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Hier habt ihr noch ein paar Fleischstücke, ein paar größere. Die werdet ihr dann klein schneiden in Würfel. Hier aus diesem großen Stück könnt ihr auch kleine Minutensteaks rausschneiden. Das habe ich gemacht. Die friere ich dann ein. Das ist eine super leckere Angelegenheit. Das Fleisch ist so zart wie Filet, wenn ihr die Silberhaut anständig entfernt und auch die Sehnen rausschneidet. Hierzu gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich lasse euch einfach genießen, wie ich das Fleisch zerlege. Ein kleiner Tipp an alle, die nicht so auf Wildgeschmack stehen, schneidet das Fett komplett raus, weil das Fett vom Reh ist auch der Geschmacksträger für diesen stärkeren Wildgeschmack. Das Fleisch wird trotzdem Wildgeschmack haben, aber wenn ihr diesen starken Wildgeschmack nicht mögt, schneidet das gesamte Fett vom Fleisch ab. Ein weiterer Tipp ist, was ihr hier schön sehen könnt, ich halte mit der einen Klinge die Sehnen fest und auch die Silberhaut und ziehe einfach mit der anderen Klinge drüber. So trenne ich die Silberhaut und die festeren Sehnen sehr, sehr einfach vom Fleisch. Nachdem ihr das Rehfleisch gewürfelt habt und auch größtenteils von den starken Sehnen befreit habt, nehmt ihr euch geräucherten Schweinebauch
Dort entfernt ihr die Schwarte. Ihr müsst die Schwarte nicht entfernen. Der Fleischwolf könnte das auch zerkleinern. Ich bevorzuge jedoch, sie zu entfernen. Das ist euch überlassen. Und im Anschluss würfelt ihr den Schweinebauch so, dass ihr genug Fett untermischen könnt für euer Rehfleisch, da das ja sehr fettarm ist. Oben links könnt ihr schon sehen, dass da noch ein wenig Schweinegulasch wartet. Das oben links sind 400 Gramm, der Schweinebauch sind 300 Gramm. So kommen wir auf 700 Gramm Schweinefleisch und wir haben insgesamt 1700 Gramm Fleisch, also 1 Kilo Rehfleisch, 400 Gramm Schweinegulasch und 300 Gramm Schweinebauch. Das gesamte Fleisch packt ihr jetzt gemeinsam in eine Schüssel, dann mischt ihr das ein wenig und im Anschluss könnt ihr es salzen, pfeffern und auch ein wenig edelsüß Paprikapulver drauf machen. Ob ihr das nun würzt oder erst später würzt, das spielt keine große Rolle, da ihr im Anschluss auch jede einzelne eurer Mini-Bacon-Rolls würzen könnt. Ich habe jetzt in diesem Falle euch einfach mal beides gezeigt, das werdet ihr im Verlauf des Videos auch sehen. Die Grammzahlen habe ich in diesem Fall mir nicht notiert, da ich das einfach nach Gefühl gemacht habe. Und es ist ja auch jeder anders, wenn ihr es ein bisschen stärker gewürzt haben wollt. Ich neige dazu, oft Dinge zu überwürzen. Das wollte ich in diesem Fall nicht, damit mein kleiner Sohn das auch essen kann. Falls ihr es jetzt würzt, mischt es einmal gut durch, nachdem ihr es gewürzt habt. Und anschließend schmeißt ihr es in euren Fleischwolf. Anmachen und Fleisch reinfüttern. Ihr werdet ab und zu die Hand meiner Frau sehen, die ein Viertel Knoblauchzehe dazwischen schmeißt. Das habe ich mir bei Rehhack generell angewöhnt, ab und zu ein bisschen Knoblauch zwischenzuschmeißen. Ihr braucht auf 1,7 Kilo drei Knoblauchzehen und ihr habt ein, ich würde sagen, dezentes Knoblaucharoma in eurem gesamten Hack. Hier könnt ihr gut sehen, es ist alles selbsterklärend. Der Fleischwolf zieht das Fleisch sehr gut nach. Er ist nicht zu laut, es funktioniert alles prima. Die Fleischmasse, die rauskommt, sieht auch hervorragend aus. Nachdem ihr das ganze Fleisch gewolft habt, müsst ihr es noch einmal durchkneten, um auch wirklich das Fett und die verschiedenen Fleischsorten gut zu vermischen. Hier könnt ihr gut sehen, der Fleischwolf ist nun fertig. Auch das Stampfen oben bringt nichts mehr. Nun könnt ihr den Verschluss aufdrehen und den Rest von der Platte mit eurem Finger abstreifen. Das Hack sieht sehr, sehr gut aus, meiner Meinung nach. Jetzt demontieren wir noch die Fleischwolf-Einheit. Dazu müsst ihr den Knopf drücken, einmal nach rechts drehen und voilà, habt ihr es in der Hand. Hier könnt ihr gut sehen, oben alles sauber. Jetzt nehmen wir noch die Platte ab und schauen, wie viel Rest im Wolf geblieben ist. Das sieht sehr gut aus. Es ist nicht wirklich viel an der Spirale und innen drin, ja, da ist ein bisschen was, aber auch das ist im Verhältnis noch alles gut. Nun könnt ihr die Klinge abnehmen, das restliche Fleisch entweder zu eurem Hack dazumengen oder weglegen. Das ist euch überlassen. Jetzt packt ihr das gesamte Hack in eine Schale und in dieser Schale knetet ihr das Hack einmal gründlich durch, um auch wirklich sicher zu gehen, dass es eine homogene Masse ist. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch Feta, Cheddar oder ganz einfach Käse eurer Wahl und Schwarzwälder Schinken, da dieser nicht das Wildaroma komplett schluckt. Bei Bacon schmeckt es doch sehr stark nach Bacon, tendiert auch dazu zu übersalzen und dementsprechend wäre es ein bisschen schade, das mit Reh zu machen. Nun kümmern wir uns um die Käsefüllung. Dazu nehmt ihr den Cheddar, der ist nicht so breit, deswegen schneidet ihr den einfach in Streifen. Bei dem Feta hingegen, dadurch, dass der Block etwas breiter ist, nehmt ihr den Feta, teilt diesen einmal in der Mitte und schneidet danach wieder eure Streifen. Um die Bacon-Mini-Rolls zu rollen, nehmt ihr euch Klarsichtfolie, ungefähr so ein DIN A4-Blatt in der Größe, legt das auf eure Arbeitsfläche, breitet es aus und packt 100 Gramm von eurer Hackmischung in die Mitte.
breitet diese aus, legt ein Stück Käse in die Mitte, salzt es und pfeffert es oder macht Paprikapulver, was für Gewürze ihr auch immer noch dazu benutzen wollt, fügt diese hinzu. Dann klappt ihr die Unterseite nach oben, drückt ein wenig, dann nimmt ihr die Oberseite, klappt das einmal rüber. Ihr seht, hier habe ich ein paar Probleme, das umso öfter ihr das macht, umso besser geht's. Dann verschließt ihr beide Enden. Sobald ihr die Enden verschlossen habt, könnt ihr es zur Seite legen. Nehmt euch den Schwarzwälder Schinken oder den Schinken eurer Wahl, legt davon zwei Scheiben in die Mitte eurer Arbeitsfläche und nehmt euch eure Hackrolle und wickelt diese ganz simpel mit dem Schinken ein. Das macht ihr mit eurer gesamten Charge Hack. Und sobald ihr fertig seid, sieht das Ganze so aus. Nachdem ihr alle Rollen hergestellt habt, könnt ihr sie einfach in eine Schale legen. Ihr braucht nichts in eure Schale an Fett oder sowas hineinzutun, da diese Rollen genug Fett besitzen, um nicht anzubrennen. Dann tut ihr das Ganze für ca. 15 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Nach 15 Minuten nehmt ihr euch eine Barbecue-Soße und bestreicht eure Bacon Rolls mit der Barbecue-Soße und packt das Ganze nochmal für 10 Minuten in den Ofen. Was ihr selbstverständlich auch machen könnt, ihr könnt auch schon vorher die Barbecue-Soße drauf machen. Ich mache es nach den ersten 10 bis 15 Minuten, das ist aber euch überlassen. Und nach weiteren 10 bis 15 Minuten sind eure Mini-Bacon Rolls dann fertig und bereit, gegessen zu werden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, ihr konntet ein wenig was lernen. Den Fleischwolf kann ich definitiv für den Preis weiterempfehlen. Falls ihr Anregungen oder Ideen habt für weitere Rezepte, schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Ich freue mich, viele weitere Kochvideos für euch herzustellen und bis zum nächsten Mal.